Hallo liebe Menschen, ich zeige euch einfach heute nur mal den kleinen privaten Garten von Bivital und möchte doch jeden einfach mal inspirieren, was man hier alles machen kann für die Insekten und wie wunderschön grün das alles hier wird. Hier haben wir schon mal den Topf für den Tee. Da sind jetzt zwei verschiedene Minzsorten drin und hier noch eine Blühpflanze, das ist ein Aster. Dann rankt hier das Geißblatt vor sich hin, das ist auch eine wunderbare Duftpflanze. Und dann geht es weiter ins erste Beet, Lavendel, Bohnenkraut, der Kriechthymian, wie gesagt schon verblüht. Da kommen bald die Früchte der Blaubeeren und der schöne immergrüne Baum, das ist der Erdbeerbaum, voll mit Früchten im Spätjahr, kennt fast niemand, ist ein Winterblüher, da gehen die Hummeln sehr, sehr gerne drauf. So, dann habe ich hier auf dem Balkon die Kiwis. Kiwis sind eine fantastische Bienenweide, die dürfen nur nicht selbstbefruchtend sein. Wenn man sozusagen Männchen und Weibchen hat, dann gehen da ohne Ende die Bienen drauf. Und ja, da summt schon. Noch nicht so stark, eigentlich ist Kiwi weit mehr beflogen, aber man sieht hier trotzdem Insekten fliegen. Ich habe die jetzt mal mit einem Draht einfach mal hier zur Garage, zur Werkstatt durchgespannt, wunderschön. Das gibt hier jede Menge Früchte im Spätjahr. Dann haben wir hier das nächste Hochbeet. Ihr seht schon dieses wunderschön blaue Salbei. Und das da hier ist auch ein Salbei, allerdings keinen, den man essen kann. Aber der blüht wunderschön. Preiselbeeren. Eine Riesenklette. Ganz da hinten im Schatten. Die mag das auch im Schatten. Die Lavendelheide. Sehr giftig, aber auch für die Insekten interessant. Hinten dran ein Rosmarin. Den kann man dann wieder verspeisen. Und in der Mitte wieder der immergrüne Erdbeerbaum. Hier blüht auch noch der Kriechthymian. Und eine andere Rasse von Kriechthymian fängt jetzt erst an zu blühen. Der wird hier irgendwann hoffentlich über den ganzen Hof kriechen. Das Gelbe hier am Rande ist Schöllkraut. Ah, da kommt gerade mein Arbeitstier und holt sich den Nektar raus. So, dann haben wir hier verschiedene Arten von Thymian. Das ist ein Ja, das war der Zitronenthymian. Unten drunter haben wir den Kriech-Rosmarin. Das ist kein aufrechter, sondern der macht tatsächlich auch solche Teppiche, wie das, wie hier der bodendeckende Thymian. Hier haben wir nochmal einen Thymian. Kissenthymian heißt der. Blüht ganz winzig in Pink, ist aber auch sehr fein. So. Hier war mal. Ja, war mal eine Karpe, die hat es leider nicht geschafft. Wahrscheinlich hat ihr Platz nicht gefallen. So, dann haben wir hier das nächste Hochbeet. Abelie, eine Duftpflanze. Fette Henne, mega Bienenweide. Hier eine weitere Duftpflanze, nicht umsonst auch Duftraute genannt oder Blauraute. Oder Afghanensalbei, sehr, sehr lecker, blüht in Blau im Spätjahr. Dann haben wir hier die Apfelminze zwischendrin und dieses tolle Gewächs, wo relativ spät im Jahr erst austreibt, das nennt man Mönchspfeffer, ein Anti-Aphrodisiakum. Der Name Mönchspfeffer kommt nicht umsonst. Und im Untergrund Cotoneaster.
Hier, liebe Menschen, aufgepasst, fast überall, wo wir Cotoneaster in solchen Trockenbeeten dann haben, haben wir unten drunter Ansammlungen von Wildbienen. Also durchaus wertvoll, die Pflanze. Zwar für uns nicht essbar, aber immer grün und sieht vor allen Dingen hübsch aus. Das hier ist eine Heilpflanze. Der echte Baldrian. Blüht in Weiß. Farren. Farren ist jetzt tatsächlich ein Windbestäuber, keine Bienenweide, aber es passt hier wunderbar her. Dann haben wir hier die Gartenverbene, auch Eisenkraut genannt. Und unten drunter alles voll mit Minze wieder. Da freue ich mich schon, wenn die Minze blüht, weil das ist ja mega Bienenschmaus und ich kann da immer meinen Tee von machen. Freue ich mich schon drauf. Zwischen der Minze haben wir hier was ganz Besonderes. Das ist der chinesische Honigkugelstrauch. Der wächst nur leider in Deutschland doch sehr langsam, aber wenn er mal blüht, guckt es euch an im Internet. Das sind wunderschöne Kugelblüten, die auch sehr duftend sind. Erdbeeren. Die sind schon alle verblüht, aber da bilden sich jetzt dann die Früchte dran. Freue ich mich schon drauf auf die Erdbeeren hier. Und das hier ist auch eine tolle Pflanze. Das nennt man Orangenblume. Die gibt es übrigens einmal in hellgelben Blättern. Und wenn die später älter werden, die Blätter, dann werden sie ein bisschen dunkelgrüner. Und dann gibt es die dunkelgrüne Orangenblume. Aber beide sind im Juni, Juli blühend und heißen nicht umsonst Orangenblume, weil das ganze Ding duftet wie eine Orange. Und essen kann man es nicht, aber wenn man die Blätter reibt, dann hat man da fantastische ätherische Öle. Wieder ein Erdbeerbaum. Den haben wir hier. Der Edelgamander. Kann man auch theoretisch einen Tee von machen. Schmeckt jetzt eigentlich nicht so dolle. Edelgamander blüht in Pink und in Weiß und ist auch eine ganz tolle Bienenweide. Wieder ein Rosmarin. Dann haben wir Thymian. Und hier kommen jetzt drei verschiedene Gattungen von Bartblumen. Ich zoome da mal ran, sonst falle ich ins Beet vermutlich. Das hier sind Bartblumen. Diese schönen Halbsträucher, glaube ich, ist es. Kann man wunderbar mit Stecklingen vermehren. Und es blüht wunderschön in Blau. Und zwar im Spätjahr, da wo es die Tiere am meisten brauchen. Dieser Baum hier drin. Ich gehe mal hier an die Blüten ran. Das ist jetzt tatsächlich einer meiner Lieblingsbäumchen. Bastard Indigo, da habe ich mir auch das lateinische Wort gemerkt. Amorpha fruticosa. Der hat einen tatsächlich sehr außergewöhnlichen Duft. Und die Bienen lieben das Zeug. Ich hoffe, man sieht es auf dem Video, wie viele Bienen da tatsächlich fliegen. Was man nicht alles in so einem kleinen Garten dann doch anbauen kann. Hier haben wir unter dem Bastard Indigo noch eine Zaunrübe, die klettert da jetzt hoch, das darf die auch. Unten drunter das Gewächs hier, das ist ein Sonnenhut, ein roter. Seht ihr das mit den blauen und den weißen Blüten? Das ist ein Leinkraut, finden die Bienen auch attraktiv. So, jetzt kommt was Gesundes wieder für mich zum Essen: die Apfelbeere. Aronia, die immer grüne und immer blühende Blaubeere, so eine spezielle Gattung. Fingerhut, bloß nicht essen, Leute, der Fingerhut, da verreckt man dran, das ist eines der giftigsten Pflanzen bei uns hier in Europa. Aber die Hummeln und die Wildbienen finden den echt klasse. Da haben wir ein Salbei wieder, den haben die Schnecken im Frühling ein bisschen hier reduziert, aber war nicht schlimm, der kommt noch. Hinten dran ist leider jetzt schon verblüht. Eine Säckelblume blüht in so, ja, vielleicht findet man da noch irgendwo eine Blüte. Nö, der ist jetzt durch, aber der hat so ganz schöne blaue Köpfe bekommen. Thai-Minze, die wuchert hier am allermeisten und die hat auch den besten Duft. Das ist der Wahnsinn, wenn man da mal so ein bisschen rumwedelt in dieser Thai-Minze. Da kommt da einem Aroma entgegen. Und genauso schick ist auch hier diese schöne Catnip-Katzenminze.
Johanniskraut habe ich erst reingesetzt, vom Acker geklaut. Das braucht noch ein bisschen, bis es sich erholt. Aber unten drunter der Salbei sieht nicht schlecht aus. Das ist eine Gewürzpflanze aus Thailand, die habe ich allerdings vergessen. Das hier ist auch eine besondere Pflanze, eine, warte, wie heißt die nochmal? Indianernessel, das da hier. Eine Tee- und Gewürzpflanze, auch sehr, sehr lecker. Bohnenkraut, das will aber hier nicht so ganz wachsen. Dann haben wir wieder eine andere Blaubeere hier. Das ist eine niedrig wachsende Blaubeere, die aber auch sehr, sehr lecker schmeckt. Das lustige Zeug hier, das ist krause Minze. Ein spezielles Aroma, einfach nur eine weitere Minzsorte. Dann haben wir hier die Zwiebeln. Ja, die Zwiebeln einfach mal blühen lassen. Auch ganz, ganz tolle Farbmuster hat die Zwiebel und das macht wie so einen blühenden Ball dann in Pink und in Lila fängt es an. Hier seht ihr die Zaunrübe. Und oh ja, Zaunrüben sind auch hochgiftig, also bloß nicht essen, aber schau euch das mal an, wie viele Bienen da rumfliegen. Das ist doch nicht eine ganz tolle Nummer. Hier sind Wildbienen und Honigbienen zugleich und das ist eine wahre Freude. Reinfahren wird dann demnächst auch noch eingetopft. Ich muss da noch einen Platz finden. Eine echte Rose. Finden die Bienen auch toll, wenn es die echten und ungefüllten sind. Rittersporn. Nur da haben, ja, die Schnecken haben mir beim Rittersporn ordentlich Schaden angerichtet. Aber hey, was soll's? So ist das Leben. Hier, das, was ihr da, ich zoome da mal ran. Das da hier, das ist ein Salbei, das ist jetzt gerade mal ja, ein Jahr alt. Das waren Stecklinge vom letzten Jahr und sind jetzt schon so groß geworden. Freue ich mich auch schon auf den Salbeitee. Das, was da so ein bisschen dem Frost zum Opfer gefallen ist, ist ein Götterduft. Eine wunderschöne Bienenweide, blüht im Frühling mit ganz kleinen pinken Blüten. Allerdings war der nicht ganz frosthart, aber hat es überlebt. Da freue ich mich im nächsten Jahr wieder drauf. Hier eine supergeile Minze, die heißt Erdbeerminze. Wer gerne Mojitos trinkt, ja, da darf so ein Blatt Erdbeerminze nicht fehlen. Hier kommen Astern, Herbstastern sind es. Dann haben wir hier das Gemüsebeet. Muss ich leider nur sagen, ich bin echt nicht so der Gemüsegärtner, deswegen sieht es halt so aus, wie es gerade aussieht. Ich bin da eher ein Bienenweide-Spezialist, wie man so schön sagt. Hier stehe ich ja gerade unter der nächsten Bienenweide. Man glaubt es kaum, aber ja, bei mir wachsen Kakis. Voll geil. Wenn man den Baum richtig schneiden tut, hat man da hunderte Kakis drauf. Die werden dann wie die Kiwis mit dem ersten Frost reif. Und die kann man auch relativ lang lagern. Hier sind meine Kollegen. Hier, meine Mitarbeiter sozusagen. So, ich zoome hier gerade nochmal auf das Beet. Also so kann doch eigentlich bei jedem Haus so ein Hausgarten aussehen. Ich denke, wenn wir, was heißt, Entschuldigung, ich muss mich da leider verbessern. Ich denke nicht, ich weiß das, wenn wir Menschen alle solche Gärten hätten, da wäre das Thema Insektensterben eigentlich weg vom Tisch. So, dann haben wir hier wieder den Steinklee. Der wird noch viel größer werden. Mal gucken, wie hoch der dieses Jahr wird. War schon im letzten Jahr da. Wie gesagt, Steinklee ist ja zweijährig. Ein Topf mit Wasser. Und da wachsen Wasserrosen drin. Freue ich mich auch schon drauf. Habe ich von einer lieben Kundin geschenkt bekommen. Und wer hätte es gedacht, die Wasserrosen, die machen tatsächlich das Wasser. Die verbessern das Wasser. Also seitdem ich jetzt diese Wasserrosen hier drin habe, das ist geil. Da könnte man sich eigentlich sogar reinsetzen hier in diesen Wassertopf. Das mache ich vielleicht auch heute Abend, wenn es zu heiß wird. Phacelia, der Bienenfreund. Ja, heißt nicht umsonst Bienenfreund. Da seht ihr wieder die Kollegin.
Schlüsselblumen. Schlüsselblumen sind deswegen interessant, weil da die Wildbienen auch wirklich drin sitzen. Nachts, die gehen in die Blüten rein und beißen sich fest und können dann so auch ein Unwetter zum Beispiel überstehen. Fette Henne. Da muss ich jetzt selber mal drauf gucken. Lonicera Little Honey. Das ist ein Botenbäcker. Das blüht auch in Gelb. Das ist wunderschön. Schönes Ding. Der kriecht schon sozusagen hinter die Töpfe. Hier in den Stützflorstein haben wir jetzt den Natternkopf. Der wird blau blühen im August. Dann haben wir hier den Enzian. Nochmal Enzian. Wieder Cotoneaster. Das ist so eine Art fette Henne. Hier wieder mein Gemüsebeet. Im Gemüsebeet sind auch diese fetten Blaubeeren drin. Richtig wunderschön. Ah ja, genau. Und hier haben wir noch die Caniopsis. Die blüht im Frühling in Rot. Hier unterm Kaki-Baum, da wächst Mohn. Und den werde ich jetzt bald nochmal ein bisschen kleiner machen. Und dann kommen unten drunter vermutlich die Bienenweide-Samen, die dann sprießen. Da sind Steinklee dabei und Lupine und so Zeug. Lungenkraut, das ist das Gefleckte hier. Steinklee, Aronia. Und hier unten drunter wieder den Kriechthymian. Und das ganze Ding steht in einem Hibiskus drin. Hibiskus ist ein Spätjahresblüher. Deswegen auch tatsächlich interessant für die Bienen, die im Spätjahr noch Hunger haben. Und jetzt möchte ich euch noch kurz zum Abschluss mitnehmen. Und wir gucken da mal hinter das Haus. Schauen uns nochmal an, wo die Kiwi hier langläuft. Also ihr seht, die Kiwi, die wuchert hier jetzt den ganzen Balkon zu. Jede Blüte ergibt eine schöne Frucht. Und dann haben wir hier am Hausrand noch den Feigenbaum stehen. Feigen, muss man jetzt sagen, sind Windbestäuber. Nur die Früchte, die werden extrem gerne von Insekten angenagt im Spätjahr. Da gehen dann zum Beispiel Hornissen hin, die sich da auch ihren Fruchtsaft rausholen. Und tatsächlich sieht man auch Honigbienen, die daran zitzeln. Ist ja auch zuckrig sozusagen, diese Feige. So, Achtung, jetzt macht es einen kleinen Springer. Hoppala. So sieht das ganze Ding von der Hinterfront aus. Und ja, auch hier muss man sagen, ich habe da eigentlich nichts gekauft. Das sind einfach nur Cotoneaster-Stecklinge, die habe ich irgendwo von außen abgeschnitten. Hier blüht er noch schon. Und alles ein Jahr alt hier, Cotoneaster. Ich habe jetzt hier zum Beispiel den Ableger hier. Den Ausleger meine ich, den habe ich einfach hier in die Erde wieder reingesteckt und dann wird er hier wieder ankern. Und wenn ich jetzt möchte, kann ich hier abcutten, dann habe ich hier gerade die nächste Mutterpflanze, die dann allerdings ein genetischer Klon ist von der oberen Pflanze. Das wird irgendwann später hier einen kompletten Teppich geben, dann sieht man auch diesen Stützflorstein nicht mehr. Hier seht ihr die Lonicera in der Blüte und die heißt nicht umsonst Honey Dream oder Honey Girl. Weil die duftet wirklich stark nach Honig. So, das ist die Hinterseite vom Haus. Der Feigenbaum in der Mitte. Da wächst übrigens auch die Zaunrübe einfach mal so hoch. Ich freue mich schon drauf, weil da hinten ist dann mein Küchenfenster. Dann kann ich einfach nur das Fenster öffnen und kann meine Feigen ernten. Der Steinklee, der gelbe in voller Blüte mit der Phacelia. So, hier unten drunter haben wir eine Deutzie. Das war auch ein Steckling, ein Jahr alt, wird dann irgendwann auch dieses Jahr noch in Blüte kommen. Die Phacelia, die blaue. Und hier finde ich das auch eine richtig coole Nummer. Das ist ja nur ein ganz kleiner, schmaler Streifen, aber ihr seht, was man da alles machen kann. Wie wunderschön so Natur doch auch in der Innenstadt sein kann oder in Dörfern. Einfach ein bisschen Steinkleesaatgut hingeschmissen. Fühlt sich wunderbar wohl. Dann haben wir hier eine Bartblume. Das ist eine türkisblühende. Dann haben wir hier einen Salbei. Wieder eine Bartblume. Dann kommt der Gartensalbei. Und zack, seht ihr das? Und schobbe das in Bienen drauf. Und dann haben wir hier
noch zum Abschluss einen ganz besonderen Buddleia, also ein Schmetterlingsflieder, der allerdings kurzstielige Blüten hat und deswegen können auch hier die Bienen dann saugen. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt ein paar Menschen inspiriert, was man mit so einem ganz kleinen Grundstückchen machen kann für unsere Tiere. Und was ich halt am allerschönsten finde, 80% von dem, was ich hier angesetzt habe, davon kann ich mich ernähren. Und ich glaube, da sind wir schon mal beim Punkt, wo man sagen kann, ja, das ist Glück im Leben. Und ich wünsche jedem Menschen auch sowas.